Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, heute wende ich mich erneut auf diesem Weg an Sie, weil es wichtig ist, dass ich Sie erreiche. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie mir zuhören, auch wenn es diesmal etwas länger dauern wird, weil ich es für wichtig halte, auch Zusammenhänge darzustellen, wenn es um den Umgang mit dem Coronavirus geht. Was wir tun können, um die Folgen dieses Virus möglichst abzufangen und gering zu halten, besteht darin, die Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen. Erkranken sehr, sehr viele Menschen zum gleichen Zeitpunkt oder innerhalb eines kurzen Zeitraumes, werden unsere Gesundheitssysteme punktuell stark belastet und kommen in einen Stresstest oder an ihre Belastungsgrenzen. Diese Entwicklung gilt es zu vermeiden. Wir müssen daran arbeiten, dass für schwer erkrankte Fälle das Gesundheitssystem leistungsfähig ist und dass vor allem auch die Kapazitäten der Intensivmedizin und intensivmedizinischer Behandlung nicht erschöpft sind, sondern zur Verfügung stehen. Und deswegen erklären sich eigentlich viele Maßnahmen, die in den letzten Tagen und Wochen so nacheinander aufgebaut worden sind, von selbst. Es geht um das Ziel, die Belastung unseres Gesundheitssystems dadurch zu reduzieren, dass die Übertragungswege für das Virus unterbrochen werden und dadurch sich die Entwicklung auch in die Länge ziehen kann. Diesem Ziel wird alles untergeordnet. Die Entscheidungen des Freistaats Bayern, aber auch dasjenige, was wir auf kommunaler Ebene veranlassen. Und das sollte auch Einzug ins Bewusstsein eines jeden Einzelnen erhalten. Wir haben uns im Sprachgebrauch angewöhnt, bei allen Dingen, die nicht so gut laufen, von einem Desaster oder von einer Katastrophe zu sprechen. Wir sollten uns diesen Sprachgebrauch abgewöhnen. Eine Katastrophe ist etwas sehr Ernsthaftes. Der Freistaat Bayern hat mit Wirkung ab heute 10 Uhr den Katastrophenfall ausgerufen, um wirksame Methoden und wirksame Maßnahmen in Einsatz bringen zu können, die der Bekämpfung des Coronavirus oder des Übertragungsweges geschuldet sind. Die Anordnungen des Freistaats Bayern im Rahmen des Katastrophenfalles führen dazu, dass sich das alltägliche Leben bei uns noch stärker einschränkt, als das in den letzten Wochen und Tagen der Fall war. Vor einigen Tagen wurde die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen angekündigt und zwischenzeitlich vollzogen. Auch wir haben Veranstaltungen untersagt und eingeschränkt. Die jetzigen Maßnahmen, die der Freistaat Bayern veranschlagt, gehen noch weiter. Der Freistaat Bayern hat heute beschlossen und verkündet, dass Veranstaltungen und Versammlungen bayernweit untersagt werden. Hierzu gibt es Ausnahmen im kleinen privaten Bereich, in privat genutzten Wohnräumen, deren sämtliche Teilnehmer einen persönlichen Bezug aus dem Bereich Familie oder Beruf zueinander haben müssen. Worum geht's? Die Sozialkontakte auf das Notwendigste zu beschränken. Diese Einschränkung gilt vom 17. März bis einschließlich 19. April diesen Jahres. Weiterhin wurde beschlossen und verkündet, dass der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht der notwendigen Verrichtung des Lebens dienen und die nur in Anführungszeichen der Freizeitgestaltung dienen, untersagt wird. Dazu gehören Bars, Kinos, Museen, Fitnessstudios und vergleichbare Einrichtungen. Diese Einschränkung gilt ab dem 17. März bis einschließlich 19. April. Untersagt werden im Weiteren auch Gastronomiebetriebe jeder Art. Ausgenommen davon sind in der Zeit zwischen jeweils 6 Uhr in der Früh bis 15 Uhr Restaurantbetriebe von Betriebskantinen sowie Speiselokale und Betriebe, in denen überwiegend Speisen
zum Verkehr an Ort und Stelle abgegeben werden. Ausgenommen davon sind darüber hinaus die Abgabe von Speisen zum Mitnehmen, also diese Fastfood-Restaurants, wo man Speisen mitnehmen kann. Und zugelassen ist weiterhin auch der Auslieferservice. Es muss sichergestellt sein, in den Zeiten, in denen Restaurantbetriebe stattfinden, also in der Zeit zwischen 6 Uhr und 15 Uhr, dass der Abstand zwischen den Gästen mindestens 1,5 Meter beträgt. Durch die Bestuhlung und räumliche Gestaltung ist dies zu gewährleisten. Darüber hinaus dürfen nicht mehr als 30 Personen im jeweiligen Raum sein. Weiter ausgenommen von der Regelung sind Hotels, soweit sie ausschließlich Übernachtungsgäste bewirten. Diese Einschränkung im Gastronomiebereich gilt in der Zeit vom 18. März bis zum 30. März. Und eine Einschränkung, die nicht nur bestimmte Berufsgruppen oder Unternehmensgruppen spüren, sondern wir alle, ist diejenige, dass der Freistaat Bayern beschlossen und verkündet hat, dass die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels jeder Art untersagt ist. Ausgenommen davon sind die Einzelhandelsstrukturen, die wir zum täglichen Leben brauchen, also Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Banken, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Filialen der Deutschen Post AG, Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Reinigungen und der Onlinehandel. Alle anderen Einzelhandelsstrukturen sind in dieser Zeit in ihrer Öffnung untersagt. Diese Einschränkung gilt ab dem 18. März, Mittwoch, den 18. März, bis einschließlich 30. März. Die Stadt Augsburg informiert Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf einer entsprechenden Online-Kontaktstelle. Die entsprechenden Kontaktdaten werde ich noch gesondert nennen. Was kann die Stadt darüber hinaus tun? Bei uns gelten natürlich die Vorgaben und Anordnungen des Freistaats Bayern unmittelbar. Wir haben die Aufgabe, das ein oder andere im Vollzug zu überprüfen, aber wir sehen vor allem unsere Aufgabe auch darin, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, damit Informationen nicht auf der Strecke bleiben, damit Unsicherheiten genommen werden. Wir haben unser Informationssystem systematisch aufgebaut und mittlerweile einige unterschiedliche Hotlines eingerichtet. Alle Informationen zum Coronavirus finden Sie über augsburg.de/coronavirus auf der Webseite der Stadt Augsburg. Neben dieser Information unternehmen wir es als Stadt Augsburg, selbst dazu zu helfen, die Versorgungsstrukturen zu unterstützen, die notwendig sind, damit medizinische Behandlung erfolgen kann. Wir haben dies durch die Einrichtung eines Corona-Drive-Ins zum Beispiel für die Beprobung von Kontaktpersonen eingerichtet und arbeiten im Übrigen auch mit anderen medizinischen Strukturen zusammen, um unsere Unterstützung anzubieten. Wir sind dabei, auch ein Konzept aufzubauen, um diejenigen aufzufangen und zu unterstützen, die von Einschränkungen hart betroffen sind. Wir haben heute vom Freistaat Bayern in der Presseerklärung des bayerischen Ministerpräsidenten gehört, dass ein Rettungsschirm für betroffene Unternehmen aufgebaut wird. Wir glauben, dass es auch Betroffenheiten außerhalb von Unternehmen gibt oder bei denjenigen, die vielleicht auch freiberuflich unterwegs sind, als Gelegenheitsarbeiter oder in ähnlichen Strukturen. Wir werden einen Härtefallfonds gestalten, der in seiner Anwendung noch ausgearbeitet werden muss und im Laufe dieser Woche auch der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Es soll dazu dienen, auch diejenigen aufzufangen, die möglicherweise von den Strukturen der staatlichen Unterstützung nicht erfasst sind oder in Fällen helfen, in denen der Aufbau der staatlichen Strukturen nicht schnell genug geht. Wir werden in dieser Woche im Übrigen auch ein Konzept aufbauen, das darauf gerichtet ist,
es vielen Menschen zu ermöglichen, anderen zu helfen und zu unterstützen, ehrenamtlich. Wenn wir wissen, dass die Versorgungsstrukturen eingeschränkt werden und dass Menschen, die besonders anfällig sind, weil es ältere Personen sind oder weil sie entsprechende Vorerkrankungen haben, vielleicht in gedrängter Situation dann auch nicht mehr selbst zum Einkaufen gehen können oder wollen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir mit einem System der Nachbarschaftshilfe entsprechende Situationen auffangen können und sich die Bürgerinnen und Bürger wechselseitig unterstützen können. Wir brauchen in dieser Zeit, in diesen Tagen, ein hohes Maß an Verantwortlichkeit und Verantwortungsgefühl, auch jedes Einzelnen. Jeder kann dazu beitragen, dass uns der Umgang mit dem Coronavirus so gelingt, dass es eben nicht zu einem Kollaps im Gesundheitssystem kommt oder zu einer Überbelastung und dass es eben nicht zu schweren Erkrankungen kommt, die dann im Gesundheitssystem nicht ausreichend behandelt werden könnten. Auf der einen Seite wird unser normales Leben weitergehen. Man geht zur Arbeit und vermeidet unnötige Sozialkontakte. Man versorgt sich mit Lebensmitteln und Medikamenten in dem Umfang, wie es notwendig ist, nicht indem man rücksichtslos gegen andere Lebensmittel oder Medikamente hortet. Man unterstützt und hilft schwächeren und älteren Menschen, insbesondere Hilfsbedürftigen, damit die Gemeinschaft unserer Bürgerinnen und Bürger diese Situation auch gemeinsam bestehen kann. Denken Sie einfach mal selbst darüber nach, wie Sie Ihr eigenes Leben gestalten können, ohne dass Sie deswegen eine übersteigerte Angst aufbringen müssen. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es gibt Grund zu besonnenem Verhalten. Dazu sind wir in der Lage. Wenn Sie selbstverantwortlich sind und wenn Sie anderen helfen, wenn Sie Sozialkontakte auf das notwendige Maß beschränken, retten Sie Leben. Jeder von Ihnen, jeder von uns tut das, indem er dazu beiträgt, dass unsere Gesundheitssysteme leistungsfähig bleiben. Als Oberbürgermeister der Stadt Augsburg möchte ich Sie, liebe Augsburgerinnen und Augsburger, bitten, in dieser Situation wieder einmal zusammenzustehen. Wir haben das schon erlebt Ende 2016 bei der sogenannten Weihnachtsbombe, mit dem Unterschied, dass es damals eine sichtbare Bedrohung war und dass es damals auch ein Zeitraum war, der beschränkt war. Wir wissen nicht genau, wie die Verläufe jetzt sein werden. Wir werden länger und gut zusammenstehen müssen, um die Situation gut bewältigen zu können. Ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam schaffen. Wir strengen uns an dafür, dass alles einen guten Verlauf nimmt und tun unser Möglichstes. Es gibt keine Blaupause und es gibt keinen Masterplan für diese konkrete Situation, aber wir werden trotzdem mit einem hohen Maß an Sachverstand und mit viel Pragmatismus daran arbeiten, dass wir als Stadt Augsburg unseren guten Beitrag leisten können. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bleiben Sie besonnen. Bleiben Sie unaufgeregt und bleiben Sie gesund.